Ich finde, je früher man sich in die Politik einarbeitet, desto besser ist es. Das ist eigentlich ein Bürgerrecht. Also das ist eine Sache, die ein Bürger machen muss. Und je früher, desto besser. Eigentlich ziemlich spannend, weil, ich weiß nicht, da hat man sich bisher noch nicht so damit auseinandergesetzt, für was man sich da jetzt so interessiert und so. Also da muss man jetzt schon drüber nachdenken und das ist ziemlich beeindruckend, sagen wir es mal so. Ich finde es toll und ich freue mich ehrlich gesagt auch drauf. Es ist gut, wenn man auch schon in unserem Alter wählen darf, weil wir ja auch gewisse Bedürfnisse haben. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass ich jetzt endlich wählen gehen darf und ich möchte auch auf jeden Fall meine Meinung vertreten. Aber ich finde es auch gut, dass ich es erst jetzt darf und noch nicht, also nicht letztes Jahr oder schon früher, weil ich denke, dass es dann zu früh gewesen wäre. Ich finde es gut, weil Jugendliche auch dann wählen dürfen, also so wie Erwachsene dann beteiligt damit sind. Ja, also ich finde es cool, dass wir schon mit 16 wählen können, aber mir würde es jetzt nichts ausmachen, wenn wir erst mit 18 wählen könnten. Ja, ich finde es noch nicht so ganz gut, weil mit 16 halt, denke ich, noch nicht sich dafür so interessiert und man sich auch noch nicht so auskennt. Ich finde es wichtig, seine eigene Meinung, auch wenn es nur ein kleiner Teil ist, dann einfach dazu beizutragen und so, weil danach fängt man sonst immer an zu meckern, was alles nicht gut ist, was alles falsch ist. Dabei hätte man ja was tun können, man hätte ja mitwählen können und ja. Ich finde es persönlich sehr gut, weil dann kann ich endlich meine Meinung ausdrücken, indem ich wählen darf und ja, das ist besser, wenn ich es erst in 2 Jahren dürfte, wenn ich 18 wäre. Je mehr Menschen wählen gehen, desto besser. Ich denke, es sollte noch mehr so Jugendgruppen oder solche Sachen in den Dörfern geben, dass einfach die Jugendlichen gemeinsam was erreichen können, dass die auch mal irgendwie ihre Meinung äußern können und das geht vielleicht in der Gemeinschaft besser als alleine. Also Netzneutralität interessiert mich sehr. Dann auch noch Arbeiterrechte und wie man mit den Arbeitern umgeht, weil das ist auch sehr wichtig. Und halt, dass alles offen bleibt und richtig seine Ordnung hat. Also ich zum Beispiel interessiere mich eigentlich für alle Themengebiete, ganz besonders für den sozialen Bereich. Aber ich denke, das kann man nicht so verallgemeinern. Ich denke, sie sollten mehr auf uns Jugendliche eingehen, eben sich mehr mit den Schulen auseinandersetzen und ja, mehr Jugendangebote einbringen. Vielleicht so Dinge, die dann, wovon die Jugend mehr profitiert, also nicht nur so Altenheime oder so irgendwas, sondern so Sportplätze, irgendwas, damit es die Jugend mehr voranbringt oder so.